Herr Vorsitzender, es ist soeben noch eine Studie reingereicht worden, die ich eigentlich gerne vorgetragen hätte zur Unterfütterung meiner Argumente. Am Institut für Arbeitsethik der Universität in Görlitz wurde eine Vergleichsstudie über die unterschiedliche Arbeitsweise von deutschen und polnischen Handwerkern durchgeführt. Stellen Sie vor, Herr Vorsitzender, 5.30 Uhr morgens, es klingelt an Ihrer Tür. Davor stehen Bolek und seine polnische Handwerkertruppe, um ihre Wohnung zu renovieren. 6 energische Gesichter sagen nur eins, lasst uns arbeiten, arbeiten, arbeiten. Gleichzeitig an einem anderen Ort, auch der deutsche Handwerksmeister, ist schon aktiv. Er sägt. Auch sein Gesicht sagt nur eins, lasst mich pennen, pennen, pennen. 5.32 Uhr. Bolek und seine Leute laden den Wagen aus. Sie sind am Morgen aus Warschau gekommen. In der Nacht haben sie in Braunschweig noch eine Doppelgarage gebaut und in Hannover 2 Dächer nur eingedeckt. Sie, Herr Vorsitzender, erklären Bolek, was zu tun ist. Die ganze Wohnung renovieren. Alle Tapeten ab im Wohnzimmer, einen Wanddurchbruch, alle Elektrik neu, alle Rohrleitungen neu, alle Wände neu verputzen, die Decken abhängen, den Stock erneuern, die Fußboden erhöhen, spachteln und streichen, das Bad fließen, in die Küche raufhaust an Laminat. Bolek wundert sich, er dachte, es gibt Arbeit für den ganzen Tag. (lacht) 6.30 Uhr, der deutsche Handwerksmeister dreht sich noch einmal um. 7 Uhr, Ihre Wohnung, Herr Vorsitzender, sieht aus wie Dresden 45. Alle Tapeten sind runter, Bolek, Lessig und Marek stritzen Elektroleitungen in die Wände, Antek und Spischek verputzen gleichzeitig und Franek bereitet schwitzend die Küche für den Laminat und die Rauchfaser vor. 7.30 Uhr, der deutsche Handwerksmeister steht auf. Er geht ins Bad, sieht sich selbst im Spiegel und konstatiert, dem deutschen Mittelstand ging es noch nie so schlecht wie heute. 7.50 Uhr, die Polen haben die ersten Wände verputzt und gespachtelt. 8 Uhr, der deutsche Handwerksmeister frühstückt. Dann holt er seine Lehrlinge ab und macht sich auf den Weg zu ihnen. Unterwegs bemerken die beiden, dass sie vor der Arbeit noch tanken müssen. Sie halten an, jeder 2 Bier, 2 Korn, 3 Jägermeister. Der Arbeitstag kann beginnen. 9.30 Uhr. Die Polen haben das erste Zimmer ihrer Wohnung fertig verputzt. Sie arbeiten seit 4 Stunden ununterbrochen. Sie werden ein wenig müde. Sie, Herr Vorsitzender, schlagen eine Pause vor. Aber Polen haben ihre eigene Methode. Sie schrauben eine Steckdose ab, jeder packt mal kurz an die Kontakte. Danach sind alle wieder hellwach und arbeiten weiter. 9.35 Uhr. Es klingelt. Der deutsche Handwerksmeister steht vor ihrer Tür. Er sieht aus wie der dicke Bruder der wilde Herzbuben, trägt einen Kittel und darunter ein T-Shirt mit der Aufschrift Bier formt für diesen schönen Körper. Seine Hose hängt so auf halb acht, dass Sie seine Gesäßbacken sehen können. Das sogenannte Maurerdekolleté. Er begrüßt Sie mit dem Satz, ich bin Firma Pütz, sind Sie der verstopfte Siphon. Sie nicken und lassen ihn herein. 10.15 Uhr, die Polen haben das zweite Zimmer fertig verputzt. 10.20 Uhr. Der deutsche Handwerksmeister schaut den verstopften Siphon an und sagt den klassischen Handwerkersatz, oh, 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 das wird teuer. Ein wichtiger Satz. Jedes O bedeutet für Sie, Herr Vorsitzender, 50 Euro mehr als im Kostenvoranschlag ausgemacht war. Oh, 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 das wird teuer, ist einer von 4 Sätzen, die der deutsche Handwerker in seiner Ausbildung lernt. Die anderen 3 Sätze lauten, an Ihrer Stelle würde ich das alles neu machen lassen. Das war ich nicht, das war schon vorher kaputt. Und brauchen Sie unbedingt eine Rechnung. Nach der Begutachtung des Siphons steht der Handwerker auf und macht erst einmal Frühstückspause. 11 Uhr, die Polen fangen an zu tapezieren. 11.30 Uhr, der deutsche Handwerksmeister kommt aus der Frühstückspause und macht sich am Siphon zu schaffen. Neben ihm steht sein Lehrling. Der deutsche Handwerksmeister kommt grundsätzlich immer mit einem Lehrling, denn das deutsche Handwerk ist traditionell hierarchisch strukturiert. Oben an der Spitze steht der Meister, dann kommt der Geselle, dann kommt der Lehrling und dann, Herr Vorsitzender, kommen Sie. Was die Funktion des Lehrlings ist, ist noch nicht erforscht. In den meisten Fällen steht er einfach nur doof wie 100 Meter Feldweg daneben und hat den Mund auf. Mindestens 80% der deutschen Lehrlinge im Handwerk haben den ganzen Arbeitstag lang den Mund auf. Ethnologen vermuten, dass dies ein Sicherungssystem ist. Solange der Lehrling den Mund offen hat, weiß der Meister, dass er noch atmet und lebt. An den Bewegungen ist dies nicht festzustellen, denn während der Meister arbeitet, steht der Lehrling unbeweglich und starr daneben, woher sich auch der Begriff Standort Deutschland ableitet.
Der deutsche Lehrling bewegt sich so wenig, dass die Handwerkskammern für Lehrlinge im Dienst inzwischen Thrombosestrümpfen vorschreiben. 11.45 Uhr. Die Polen kacheln das Bad. 11.50 Uhr. Der deutsche Handwerksmeister stellt fest, dass ihm eine Muffe fehlt. Er schickt den Lehrling zum Auto. Sie rechnen das Bewegungstempo des Lehrlings mit dem Hin- und Rückweg zum Auto hoch und wünschen ihm bis zum Wiedersehen schon mal frohe Ostern, fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch. Der Meister bleibt zu lange zurück, schaut sie an und stellt fest, dass er Durst hat. Sie bieten ihm ein Glas Wasser an. Seine Antwort, ich will mich nicht waschen, ich habe Durst. 12.15 Uhr. Kleine Krise mit einem polnischen Handwerker. Franek hat einen Fehler gemacht. Es ist Ihnen, Herr Vorsitzender, aufgefallen, als er aus Ihrer Küche kam und stolz verkündete, Sauna fertig, Meister. Beim Blick in die Küche stellen Sie fest, er hat das Laminat an die Wand geklebt und die Rauffaser auf den Boden. 12.20 Uhr. Der deutsche Lehrling kommt mit der Muffe zurück. Er hat natürlich die falsche Muffe mitgebracht. Die richtige ist nicht da. Der Meister schickt ihn los, er soll zum Baumarkt sausen und die passende Muffe holen. Der Lehrling saust los. Sie denken an den Stundenlohn der beiden und begreifen zum ersten Mal, wie das Wort Muffensausen wohl entstanden ist. 13.30 Uhr. Franek hat die Küche wieder in Ordnung gebracht und alle Elektriken in der Wohnung verlegt. 15 Uhr. Nach seiner Mittagspause setzt der deutsche Handwerksmeister seinen Engländer in den Siphon und vertiefert sich schmerzvoll das Gesicht. Das ist für Sie, Herr Vorsitzender, ein kritischer Moment. Wenn ein deutscher Handwerker vorhin schmerzvoll das Gesicht verzieht, handelt es sich um einen absoluten Notfall, auf den Sie sofort und nur auf eine Art reagieren müssen. Ignorieren, Herr Vorsitzender. Wegschauen, so tun, als hätten Sie nichts bemerkt. Sie, Herr Vorsitzender, machen den Kardinalfehler und fragen den Handwerker, was haben Sie? Die Antwort, Verkalkung im Ellenbogen, furchtbar, kennen Sie das? Ich war schon bei 1000 Ärzten, wenn ich Ihnen das erzähle, jung, gehst du mal in die Auto und holst du mal die Röntgenbilder. 15.10 Uhr. Oleg und seine Truppe sind fertig, ihre Wohnung ist renoviert und geputzt, alles kostet zusammen 200 Euro. Sie, also die Polen, fahren jetzt weiter nach München zu ihrer nächsten Baustelle. 15.50 Uhr. Sie, also Sie, Herr Vorsitzender, haben die gesamte Krankengeschichte des deutschen Handwerksmeisters, seiner Familie, seiner Freunde, seines Dackels und der Familie und der Freunde des Dackels gehört. Sie kennen seine Hämorrhoiden besser als er ihren Siphon. Den Grund für seine Krankheiten weiß er natürlich auch. Die Arbeit, der Stress, der Druck, den man als Mittelständler hat, dieser unglaubliche Druck und diese unmenschlichen Steuern. Wenn er nicht grundsätzlich schwarz arbeiten würde, könnte er die gar nicht bezahlen. Und dann noch die rot-grüne Regierung, das schlägt auf die Psyche. Er kann schon nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Er hat nicht einmal Lust auf Sex mit seiner Frau. Während er sein siebtes Bier köpft, stellen Sie, Herr Vorsitzender, sich vor, wie Handwerker überhaupt Sex haben. Rufen die wohl beim Orgasmus, Schatz, ich komme? Oder rufen die, Schatz, halte ich bereit, ich komme zwischen 8 und 14 Uhr. Und berechnen die dafür die Anfahrt. Plötzlich piept die Uhr des Handwerksmeisters. 15.58 Uhr, Feierabend, sie werden nervös, ihr Siphon. Sie schlagen vor, die Handwerker können noch einfach etwas länger arbeiten. Aber Meister und Lehrling schauen sie an wie zwei Teletubbies. Hirnforscher haben herausgefunden, dass die Wortkombination länger und arbeiten von deutschen Handwerkern syntaktisch nicht in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden kann. Also packen die beiden alles ein und bitten sie um insgesamt 420 Euro für den Arbeitstag. Und in Siphone werden die beiden auch noch reparieren, sie kommen demnächst wieder vorbei. Am besten, sie halten sich zwischen Mai und September schon mal grundsätzlich bereit. Ich danke Ihnen.